Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Heute geht es in diesem Video um eine weitere Cam. Ich habe ja schon einige Cams getestet. In dem Fall wieder eine Indoor-Cam in Full HD, also mit 1080p. Und das Besondere an dieser ist, dass die sehr klein ist und eine Gegensprechanlage hat. Also sie soll prädestiniert sein für eine Babyüberwachung oder Haustierüberwachung oder ähnliches. Und das werden wir natürlich mal testen, damit wir auch sicher sind, dass das Produkt innovativ ist. Lassen wir es noch original verpackt und werden das jetzt mal in dem Video gemeinsam auspacken und gucken, ob wir das auch leicht installiert bekommen. Alles andere seht ihr dann jetzt hier in dem Video. So, dann gucken wir doch einfach mal, was es hier Schönes gibt. Hier ist eine schöne Folie drum, um die Kamera zu schützen, die Verpackung zu schützen. Plastikmüll, mögen wir ja alle im Moment, Plastikmüll, wie sich das gehört. Aber so muss das halt sein manchmal. Ne? Manche Sachen müssen halt verpackt werden. Und dann machen wir es mal auf. Netter Karton. Was haben wir da? Eine Aufforderung, eine schöne Bewertung abzugeben. Das machen wir natürlich gerne, wenn das Produkt am Ende stimmt. Dann haben wir jetzt hier eine Anleitung. Dann schauen wir doch mal. Noi Cam Indoor 1080 und dann einfach nur ein paar Bilder mit den Beschreibungen, wo was ist. Ah, wir haben Micro SD Slot, sehe ich hier gerade. Wir haben ein Reset Button, Mikrofon, Speaker und so weiter. Und wenn ich das so richtig sehe, dann können wir das auch ankleben oder die Kamera ankleben. So, mal gucken, sogar, das ist natürlich wieder sehr vorbildlich, mit einer Kurzanleitung in Deutsch, wie man es einstellt. Wahrscheinlich in der hervorragenden deutsch-chinesischen Übersetzung oder chinesisch-deutsche Übersetzung. Das gucken wir doch mal. So, und hier steht als erstes, wir sollen uns eine App laden. Laden Sie die Noi Cam App herunter und eröffnen Sie ein Benutzerkonto. Das ist ja gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir die App kriegen. Meistens gibt es da ja so einen QR-Code, wo man die einstellen kann. Finde ich jetzt hier nicht, dann gucken wir gleich mal. Aber bevor wir jetzt hier großartig Apps runterladen, werden wir mal das Teil auspacken, das gute Stück. Ja, das ist es schon. Also, da haben wir einen Scanner, aber ich nehme an, das wird dafür sein, dass wir gleich das Gerät paaren mit der App. Und ansonsten, wie ich ja schon sagte, schön handlich. Hier steht Life is Style and Easy. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Da können wir den Aufkleber mal von der Kamera machen. Also die ist sehr schön. Sag mal, von der Optik her gefällt sie mir gut. Sie wirkt nur so ein bisschen einfach mit dem Kunststoff, aber das muss ja nichts heißen. Er hat ja keine großen Aufgaben. Ah, das ist sehr schön. Der Fuß, der ist, finde ich, sehr flexibel. Da kann man doch ordentlich ausrichten, weil ich habe ja gerade auf dem Bild gesehen, man könnte die ja auch ankleben an die Wand. Dann ist natürlich alles weg, das ist noch die Frage. Gucken wir gleich mal. Aber so hat man natürlich maximale Einstellmöglichkeiten. So, dann haben wir hier den Kleber zum Ankleben. Wie gesagt, dann sind die schönen Scan-Möglichkeiten alle weg. Und wir haben ein Standard-Ladegerät mit einem Standard-USB-Kabel. Das ist ein 5
0,15 Ampere. Okay. Aber 1000 Milliampere. Dann schauen wir noch mal. Was haben wir hier für ein USB-Kabel? Das ist Micro-USB. Also auch nichts Aufregendes. Das hat jeder ja wohl zu Hause. Normalerweise. Hier haben wir jetzt einen abgewinkelten Stecker. Ich denke, das macht Sinn. Genau, das sieht man hier auch, dass der für die Passform passend hier gemacht wurde. Und dann hat er hier einen ganz guten Halt. Wir können den natürlich gleich auch an den Computer stecken, dann brauchen wir uns nicht extra Strom suchen. Jetzt gucken wir trotzdem mal, ob ich irgendwo einen Scancode für die App finde. Sieht nicht so aus. Dann suche ich jetzt mal in meinem App Store von Apple. Moment, ich muss erstmal den Store finden. So. Dann suchen wir doch mal nach, wie heißt das Ding? Noi Cam, da ist er doch schon. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Und da ist sie auch abgebildet. Vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber da ist sie abgebildet. Das heißt, jetzt laden wir uns die mal runter. Jetzt muss ich das kurz bestätigen mit meiner Face ID. Und dann fängt er an, die runterzuladen. So, die App ist geladen. Das heißt, wir werden jetzt mal öffnen. Und natürlich alles erlauben. Klar, ne? Ist ja Logo. Noicam möchte Ihnen Mitteilung senden. Na klar, wir wollen ja später benachrichtigt werden, wenn zum Beispiel das Haustier oder unser Kind in irgendeiner Form da quasi überwacht werden soll. Jetzt steht hier anmelden oder einloggen. In dem Fall müssen wir uns anmelden. Jetzt werde ich mal erst ein Benutzerkonto erstellen und dann melde ich mich wieder. Ja, Konto anlegen war sehr einfach, denn ich musste quasi nur meine E-Mail-Adresse angeben. Dann habe ich einen Bestätigungscode auf die E-Mail-Adresse geschickt bekommen und mit dem Bestätigungscode konnte ich dann ein Passwort vergeben. Ich habe ein sehr einfaches Passwort vergeben. Die App weist dann nicht darauf hin, dass hier auch einfache Passwörter nicht so gut sind. Das sollte sie vielleicht noch machen, aber ist jetzt nicht ganz so wichtig. Nachdem ich mich jetzt angemeldet habe, habe ich hier dieses Startfenster und jetzt denke ich mal, machen wir einfach mal, was da steht. Ich habe hier Kamera und dann steht da Plus. Und dann fragt er, welche wir haben. Also wir haben drei Modelle zur Auswahl. Wir haben hier dieses mittlere Modell mit 1080p. Und jetzt soll ich eine Kamera hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist und sie innerhalb des WLAN-Bereichs befindet. So, das heißt, das haben wir natürlich noch nicht gemacht. Wir werden jetzt erstmal den Strom hier anstöpseln. Und jetzt blinkt das da. Hier ist auch der Hinweis, dass das blinken soll. Also werden wir jetzt da im Grunde genommen mal weitermachen. Im WLAN-Bereich ist es. So, jetzt fragt er mit welchem ich verbinden soll. Und da haben wir die Telefon verbunden mit unserem Smartphone Fachwerkstatt WLAN. Wenn das oben genannte Netzwerk nicht 2G ist, geben Sie zu den Telefoneinstellungen, um eine Änderung vorzunehmen. Aber nein, das ist richtig. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das WLAN-Passwort einzugeben. So, WLAN-Passwort habe ich eingegeben. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. So, mit der Kamera verbinden. Platzieren Sie diesen QR-Code vor Ihrer Kamera in 3 bis 6 Zoll, nehme ich an, soll das heißen. Klicken Sie, um das Bild zu vergrößern. Ja, gut, das ist ja schon ziemlich groß. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie den Signalton hören. Also, entgegen meiner Vermutung ist nicht der Code hier hinten, also hier unten drunter dafür zuständig, sondern wie es scheint, ist das dieser Code, der dafür zuständig ist. Also halten wir den mal davor. Das hatten wir ja schon mal bei einer anderen Kamera. Das hat sich gut angehört. Jetzt ist das rote Lämpchen von rot auf weiß gesprungen. Und jetzt sollen wir warten. Also das ist eine schöne Animation, da hat sich mal einer ein paar Gedanken gemacht, sieht auch so ein bisschen wie Ping-Pong von früher.
Sehr schön. Und jetzt soll ich meine Kamera benennen. Was nehmen wir da? Wir wollen ja ein Haustier. Also Haustür steht hier, aber wir wollen eigentlich ein Haustier überwachen. Also nehmen wir mal, obwohl hier nur Badezimmer steht, also da das Symbol ist für so ein Tier, da steht zwar Badezimmer drunter, nehmen wir einfach mal Badezimmer. Und jetzt haben wir hier eine Kamera, die angeblich funktioniert. Jetzt gucken wir doch mal, was da geht. Und jetzt sollen wir als erstes ein Firmware-Upgrade machen. Also machen wir das natürlich. Das sind ja wichtige Sachen, die machen wir immer zuerst. Ich melde mich gleich. Ja, da bin ich wieder. Nach ein bisschen Verwirrung ist das Update erfolgreich gewesen. Was hat mich verwirrt? Und zwar wurde da gefragt, ob ich das Update machen soll. Haben wir ja gesagt. Und dann kam ein kurzer Hinweis, der sagte, wenn das Update erfolgreich war, soll ich die Kamera resetten. Habe ich allerdings jetzt nicht gemacht. Die Kamera hat hier einfach letztendlich viel und eine Menge rot geblinkt. Und danach habe ich die dann einfach noch ein bisschen ruhen lassen. Hat jetzt so 2-3 Minuten gedauert. Danach hat sie weiß geblinkt. Und wie ihr seht, jetzt funktioniert sie. Ich musste also nichts neu einrichten oder ähnliches. Also alles ist super. So, das ging jetzt aus meiner Sicht, bis auf das Update, was so ein bisschen notwendig war, aber trotzdem ein bisschen komisch, irgendwie fand ich das jetzt, geht es ja super. Was ich jetzt hier feststelle, ist, dass wir halt jetzt ganz normal ein Foto machen können. Dafür muss er natürlich hier drauf zurückgreifen. Zack, hat er ein Foto gemacht. Und dann können wir wahrscheinlich jetzt hier auch also Screenshot in den Dings gespeichert. Ach so, hier muss ich vielleicht gedrückt halten. Müssen wir eben gucken. Da, jetzt hat er, genau. Entschuldigung, ich musste gedrückt halten. Jetzt läuft hier so ein Sekundenzähler. Jetzt macht er also ein Video, kein Foto und speichert das hier auch schön auf dem Gerät ab. Das ist natürlich super. Dann kann ich hier mithören. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Rückkopplung geben. Könnt ihr mal probieren. Denn, also jetzt kann ich erstmal neu erkennen, möchte auf das Mikrofon zugreifen. Das heißt also auf mein Mikrofon, das ist natürlich interessant. Denn eine der besonderen Funktionen war ja, dass ich da reinsprechen konnte. Jetzt muss ich mal gucken. Hallo? Hallo? Jetzt höre ich im Grunde genommen nur hier in der App das und nicht hier, wie ich jetzt dachte, hier kommt das aus dem raus, also aus der Kamera raus. Mal eben schauen, was passiert, wenn wir hier drauf drücken. Das ist die Gegensprechfunktion. Das heißt, ich kann hier im Grunde genommen, jetzt habe ich es verstanden, hier kann ich sprechen und hier höre ich an, hier kann ich anhören, was im Raum stattfindet. Also ich kann hier genau das anhören, was im Raum stattfindet. Also super einfach. Wenn ich jetzt nicht so blöd gewesen wäre, dann wäre es ja super einfach gewesen. Ich hätte natürlich wahrscheinlich auch sofort die Anleitung lesen können und dann gibt es da vielleicht Hinweise, was jetzt schwierig ist, also nicht so schwierig ist bei 4 Button. Also hier gibt es jetzt keine weiteren Informationen, aber wir haben es ja geschafft. War ja jetzt ja wirklich ein Kinderspiel. Also da sehe ich gar kein Problem. Ja, schön, gefällt mir gut. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also gefällt mir sehr gut. Also für das Geld, also die Kamera, die kostet 40 Euro. Den Link poste ich euch natürlich in der Beschreibung, also knapp 40 Euro. Und da muss ich sagen, sehr schön, sehr schlank, gut aufzustellen, leicht aufzustellen, an verschiedenen Positionen. Man kann die natürlich jetzt unterschiedlich einsetzen. Ich wollte die nutzen, um die Hamster meiner Tochter ein bisschen zu filmen. Ich blende euch jetzt hier mal eben, blende ich euch mal eben auch das Video ein, was ich gemacht habe und auch mal das Foto.
Also Qualität sieht sehr gut aus. Also ist ja gut. Ist natürlich Full HD 1080, das ist schon ordentlich. Und da hat man, denke ich, für das Geld eine wirklich sehr schöne innovative Kamera, die jetzt ja wirklich mit wenigen Schritten und kaum einer Anleitung super leicht zu installieren war. Das sollte also eigentlich jeder schaffen. Also von daher von mir aus ganz klar einen Daumen hoch. Und mal gucken, wie die uns begleitet. Vielleicht, aber sie macht, wie gesagt, super Eindruck, sehr solide. Schön. Ja, das war's dann schon mit dem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig, für mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.